Hallo ihr Lieben, der erste Monat des Jahres neigt sich dem Ende und ich habe ja im Januar komplett alles aufgeschrieben, was ich mir gekauft habe. Und jetzt im Monatsende möchte ich euch zeigen, was ich mir so an Beauty-Sachen geholt habe. Ich habe versucht, ja wirklich darauf zu achten, dass ich es minimiere, aber leider hatte ich nicht bedacht, dass Catrice und Essentia jetzt ihre neuen Sortimente rausbringen und ja, dass einige Sachen das Sortiment verlassen werden, beziehungsweise neue hinzukommen und da musste ich natürlich zuschlagen, leider. Es gab zwar bisher nur die neuen Catrice-Sachen, aber da habe ich dann auch sofort zugelangt und auch bei dem Essence-Ausverkauf, ja, konnte ich nicht die Finger davon lassen. Jetzt warte ich natürlich noch darauf, dass die neuen Produkte von Essence rauskommen, weil da wieder schöne Nagellacke bei sind, die mich richtig, ja, faszinieren schon von den Fotos. Aber ich denke, ich schließe jetzt schon mal den Monat Januar ab und zeige euch die Sachen. Weil ich das nächste Mal, glaube ich, nach DM komme, wenn schon Februar ist und dann gehört es quasi schon zur ja, nächsten Abrechnung. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal Revue passieren lassen, jetzt nach 2, 3 Monaten, wie sich so das Kaufverhalten entwickelt hat, im Vergleich auch zu den Monaten aus dem letzten Jahr, wo ich es allerdings nicht so schriftlich festgehalten habe. Aber anhand von den Hauls und von Kassenbons kann ich immer noch herausfinden, wie viel ich denn so für ja, Nippes ausgegeben habe. Und dann bin ich gespannt, ob sich wirklich minimiert hat oder ob es gleich geblieben ist oder ob es vielleicht sogar mehr geworden ist. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das Video wird relativ schnell vorbei sein. Denn allzu viel ist es auch nicht geworden. Und zwar von DM, von der Eigenmarke, habe ich mir mitgenommen von Balea die Cremeseife in der 500 ml Größe. Die liebe ich ja. Ja, gerade diese Sommerdüfte bzw. diese fruchtigen Düfte. Und diesmal ist es Pfirsich-Nektarine geworden. Den hatte ich ja auch schon mal und fand ihn so klasse. Unter anderem ein Favorit neben der Blaubeer- oder neben der Himbeerseife. Und ja, der musste auf jeden Fall wieder mit. Dann werden ja, wie bereits erwähnt, von Essence einige Sachen aus dem Sortiment fliegen. Und da ja, musste ich mir noch so einen kleinen Hamstervorrat anlegen. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen von Essence die Smoky Eye Brush. Ist das dieser Augenblendepinsel für Lidschatten? Hier oben vorne mit so einem lilanen Bürstchen. Den habe ich schon zweimal. Ja, und jetzt noch ein drittes Mal, weil für 95 Cent im Ausverkauf kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann habe ich mir von Catrice was mitgenommen und zwar aus der Rock Rebels LE. Ich glaube, das war für 90 Cent runtergesetzt. Ich habe jetzt schon das Preisschild abgeknibbelt. Die Farbe Velvet Metal Eyeshadow 1003 Royal Blue. Und das ist so ein richtig schönes Dunkelblau. Das gefiel mir sehr, sehr gut. Und ich muss wirklich nochmal auf dem Kassenbon nachschauen, aber ich glaube, das hat so 95 Cent oder 1 Euro glatt gekostet. Ja, und da musste ich den auch mitnehmen. Dann ein Lidschatten von Essence, der jetzt das Sortiment verlässt. Und zwar von diesen Metal Eyeshadows. Ist das dieser glitzerige Bronzeton? So ein bronziges Orange, muss ich sagen. Und die Farbbezeichnung 06 Miss Tangerine. Ja, fand ich auch sehr schön. Dann den letzten Lidschatten und zwar aus dieser 3D-Eyeshadow-Reihe. Die 06 Irresistible Mermaid Kiss. Ich liebe ja sowieso alle Meerjungfrau-Sachen. Und diese Farbe hatte mich auch schon länger fasziniert. Das ist so ein ja, metallenes Mint bzw. Türkis hier links. Und ja, jetzt auch hier für 95 Cent, glaube ich, kann man da einfach nichts falsch machen. Dann das letzte Produkt von Essence ist die Color Arts Eye Base. Und die habe ich mir gar nicht selber geholt, sondern die hat meine Freundin Karina mir mitgebracht. Weil bei uns die Sachen, glaube ich, noch gar nicht reduziert waren, beziehungsweise im anderen DM waren die Eye Base schon ausverkauft und in wieder einem anderen DM haben die gar nicht in dieser Theke. Ja, und so hat sie mir die mitgebracht von Müller. Ich glaube, diese war noch gar nicht reduziert, sondern die hat sie noch gekauft, bevor die weg waren. Aber besser gesichert, als dass die irgendwann aus dem Sortiment ist oder jetzt bald aus dem Sortiment ist und wir die gar nicht mehr haben. 7,3 ml sind hier enthalten und die finde ich eigentlich auch sehr gut. Also im Vergleich zum Beispiel zu der Augenbase von P2, muss ich sagen, schneidet die Essence eindeutig besser ab.
Dann habe ich hier noch, und zwar ein Produkt von Catrice, was auch das Sortiment verlässt. Aus der, auch glaube ich, Rock Rebels LE. Eine Lippenbase. Und eine Lippenbase hatte ich vorher auch noch nicht. Von daher, ja, konnte ich die wirklich gut gebrauchen. Die sieht so ein bisschen aus wie ein normaler Labello. Hier mit so einem weißen Stift. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die Lippenstiftfarbe länger hält, wenn man diese Lippenbase verwendet. Das werde ich testen und euch dann Bescheid geben. Die hat gekostet 1,95. Dann habe ich noch zwei Sachen gekauft bei Rossmann. Und zwar sind das auch LE-Produkte. Aus der Snow Glitter LE. Und zwar einmal den Nagellack. Wie könnte es anders sein? Natürlich ist es Nagellack. Und zwar einmal den Nagellack 8 ml. Farbe. Die Farbe 02 Glitter Lilac. Hier sind enthalten 8 ml und der hat im Ausverkauf 99 Cent gekostet. Das ist so ein ja, Topcoat, würde ich vermuten, mit lilanen Glitterflakes. Und für 99 Cent ja, konnte ich den auch nicht da lassen, weil so einen dunklen Lila hatte ich jetzt auch noch gar nicht, sondern ich habe einen helleren von Essence, glaube ich, aus diesen Nail Art Twins. Und dann noch die Snow Glitter Eyeshadow Palette. Und die sieht so aus. Ja, sind ganz schöne Farben. Also ich finde die für den Winter wirklich klasse. Die hat gekostet 1,99 €. Das ist übrigens die Farbe 01 Winter Colors. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine zweite gab mit anderen Farben. Aber steht auf jeden Fall eine Farbbezeichnung drauf. Dann habe ich mir von Real mitgenommen einen Nagellack. Und zwar von Astor aus der Fashion Studio Changing Metal Effekt Reihe. Da habe ich schon zwei Stück von gehabt. Die Farbe 258 Crystal Blue. Das ist so ein Blau mit leichtem Lila, changierender Nagellack. Und ja, ich habe ja total den Faible für Holos, für Thermos und für diese Duochrome-Nagellacke. Und ja, irgendwie konnte ich daran nicht vorbeigehen. Ich glaube, der hat 1,95 € gekostet, kosten alle diese Astor-Nagellacke. Und ich habe, wie gesagt, schon zwei aus der Reihe mir schon damals mitgenommen und jetzt musste der eben auch noch mit. All das ist nichts im Vergleich zu den Sachen, die jetzt noch kommen. Und zwar drei Lacken aus dem Catrice-Sortiment aus dem neuen und drei Lacke aus der neuen LE von Catrice. Und zwar die Creme Fraiche LE. Ja, da fange ich an mit einem Lack, die Farbe C05 Light Your Fire. So sieht der aus. Wunderschön. Mich erinnert er so vom Finish auch wieder so ein bisschen an die Mirror Nail Lacke. Zwar ist der nicht mit so einem silbrigen Schimmereffekt, aber schon sehr metallisch. Also gefällt mir richtig gut. Ich glaube, so eine Farbe habe ich auch wirklich noch gar nicht so als metallischen Nagellack. Deshalb, ja, musste der mit. Erinnert mich so ein bisschen an den von P2 aus der Far East So Pretty oder Far East So Close LE. Aber der von P2 ist doch noch eine ganze Nummer dunkler. Und geht mehr ins Pink rein, von daher habe ich auch da keine Doppelung im Sortiment bei mir. Aus der gleichen Reihe jetzt noch zwei weitere Lacke. Und zwar einmal die Farbe C03 Evergreen 60s. Das ist so ein Mintton. Auch wieder mit so einem leichten Schimmereffekt. Ja, mit einem sehr metallischen Finish. Ja, eigentlich relativ hell sogar, muss ich sagen. Ja, und da bin ich sehr gespannt, wie die wirklich nach dem Tragen aussehen. Ich hatte zwar schon Bilder gesehen, aber ob die wirklich in einer oder in zwei Schichten decken, das muss ich noch herausfinden. Aber so vom ersten Eindruck gefällt er mir auch sehr gut. Und der dritte im Bunde ist die Farbe C04 Another Pink Puncher. Es gab noch einen weiteren, aber den fand ich irgendwie nicht so schön. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welche Farbe das genau war. Und das ist so ein Roseton.
eigentlich sehr ungewöhnlich für mich, weil ich ja selten so helle Nagellacke drauf habe. Aber ja, der hat mich trotzdem fasziniert durch diesen Metalleffekt. Das zu diesen drei Schätzchen. Ja, und jetzt kommen noch drei weitere aus dem neuen Standardsortiment. Und da, ja, habe ich schon bei den Fotos gesagt, die muss ich unbedingt haben. Und zwar ist das einmal einer von diesen Crushed Crystals. Und zwar die Farbe 02 Plum Dog Millionaire. Das ist so ein feinglitzeriges Lila. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der getragen aussieht. Ich werde vielleicht sogar ein Bild einblenden von den sechs Nagellacken, beziehungsweise sind ja eigentlich mehr. Ja, vorher noch zwei. Und einer kommt gleich, glaube ich, noch. Neue Nagellacke. Ich glaube, ich werde sie euch auf jeden Fall swatchen und als Bild einfügen. Das dazu, der ist lila und hat auch lilanen Glitzer. Dann ein Duochrom-Nagellack. Und zwar ist das die Farbe 46, Berry Potcher und Plumbledore. Ein lila-blau changierender Nagellack. Gefällt mir auch richtig gut. Also da habe ich auch wirklich schon auf den Bildern gewusst, dass ich den mitnehmen will. Irgendwie kann man diesen Effekt leider immer schlecht in der Kamera. Leider kann man den Effekt immer schlecht in der Kamera so zeigen. Ich hoffe, dass es vielleicht auf den Swatch-Bildern ein bisschen besser zu erkennen ist. Aber wirklich ein ganz, ganz toller Lack. Und dann der letzte von Catrice, die Farbe 55, Get the Blues. Und das ist mehr so ein türkis-blau-lila schimmernder Nagellack. Auch wieder ein Duo- bzw. Multichrome. Ich bin gespannt, wie da der Effekt auf den Fingern ist. Erfahrungsgemäß ist der von Astor eigentlich gar nicht so stark, dieser Effekt. Der von Essence aus der Superhero LE war sehr, sehr stark. Und am stärksten ist eigentlich der von den KB Schimmerlacken, den ich mir letzt bestellt hatte. Deshalb bin ich jetzt gespannt, wie der von Catrice sein wird. Als allerletzten habe ich dann von Maybelline einen Super Stay Forever Strong 7 Days Gel Nail Color Lack. Und zwar ist das die Farbe 863 Aqua Days. Den hatte ich entdeckt, als ich mit meinen Freundinnen in Gelsenkirchen war, in der Innenstadt. Und habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil es an der Kasse so voll war und weil ich dachte, nein, du hast genug Nagellacke, du hast jetzt deine Kosmetikdiät begonnen. Da war ich noch sehr willensstark. Ja, und habe mir den nicht mitgenommen. Und das hat mich nachher so geärgert, dass ich so traurig war. Und ja, dann waren Carina und Sabrina in der Stadt, ich weiß gar nicht wo, und haben den für mich ausfindig gemacht. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also lieben Dank nochmal an euch. Und das ist wirklich so ein schöner Lack. Auch hier wieder so ein ja, changierender Effekt in Türkis, in Lila, in Blau. Ganz, ganz toll. Neue Nagellacke. Ich meine, gut, ich reg mich zwar mal auf, dass mein Nagellackregal hier im Hintergrund zu klein ist. Jetzt ist es noch weiterhin zu klein. Ich muss wirklich mal schauen, wie ich das, ja, wie ich das Problem löse, weiß ich jetzt noch nicht. Dann als letztes habe ich noch ein paar Sachen, die habe ich gekauft, aber nicht für mich gekauft, sondern für eine liebe Freundin, die ich auf Facebook kennengelernt habe, die Melanie. Liebe Grüße an dich. Und zwar ist sie so ein totaler Balea-Fan und sagt aber, bei ihr in den DM gibt es gar nicht so viele Balea-Produkte, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil ja Balea die Hausmarke von DM ist. Ich wusste nicht, dass sie da je nach Filialgröße Abstriche machen. Aber sie hatte auf jeden Fall bei mir in einem Video gesehen, dass ich von Balea so eine Haarkur hatte. Und zwar muss das in dem Tauschvideo mit der lieben Pink Smile 1988 gewesen sein. Und da hatte ich diese Balea 1 Minute Soforthilfekur mit Mango und Aloe Vera. Das sind diese dreieckigen Tütchen hier. Und da es die bei ihr nicht im DM gibt, habe ich ihr da drei Stück von mitgebracht auf ihren Wunsch hin. Und noch zwei von den Feuchtigkeitsaufbaukuren. Die gibt es nochmal extra. Die sind hier in solchen länglichen Sachets. Und bei nächster Gelegenheit werde ich ihr die dann per Post zusenden. Und ja, weiß auf jeden Fall, dass sie sich darüber freuen wird. Klar, sie hat sich's ja auch gewünscht.
Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich jemandem anders eine Freude machen konnte. Und ja, es ist auch ein gutes Gefühl, was eingekauft zu haben. Aber es ist nicht für mich, sondern ich gebe es noch weiter. Ich mache noch jemandem eine Freude damit, kriege das Geld dann wieder für andere Sachen. Und ja, alles in allem eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.